Guten Morgen, wir schauen uns heute für Montag an, wie wir besser in die Woche kommen könnten. Wir wollen ja noch mehr Kunden, wir wollen noch mehr Menschen helfen, noch mehr Menschen erreichen. Und dafür mach doch schon mal langsam deine Barrieren runter. Denn mit Energie spielt man nicht, mit Energie gewinnt man. Wer mehr Energie hat, der wird mehr Kunden erreichen. Denn auch du würdest bestimmt lieber mit jemandem in Urlaub fahren oder auf ein Konzert gehen, der viel Energie hat, und nicht mit jemandem in Urlaub fahren oder ein Konzert gehen, der keine Energie hat. Du wirst bestimmt lieber, wenn du einen Mitarbeiter einstellst, jemanden einstellen, der viel Energie hat, der fröhlich ist und eine Ausstrahlung hat und lacht, als jemand, der miesepetrig durchs Leben läuft. Und es geht vielen Menschen so, das ist ganz normal. Ich hatte auch mal so eine Zeit, wo es mir ganz schlecht ging oder schlecht ging, einfach blöd ging. Und sich da aber wieder rauszuholen, das kann man mit diesem Prozess, oder was heißt Prozess, mit dieser Übung, das ist meine Mindset-Übung, die ich eben täglich mache und die wir Montag bis Freitag hier mal gemeinsam machen können, um gemeinsam da rauszukommen. Also, es ist so, dass du energetisch deine Barrieren einfach mal jetzt runterlässt. Du musst nicht wissen, wie. Du stellst es dir einfach vor, denn wir lassen die energetische Barriere runter und wir sind offen. Denn nur wenn wir offen sind, können wir auch neue Dinge wahrnehmen, empfangen und besser kreieren und erfolgreicher werden. Denn es ist alles da, aber wir sehen es nicht, weil wir so fest hängen, fest sitzen in diesen Dingen, die wir jahrelang auf die gleiche Art und Weise machen und gleich denken. Und das wollen wir jetzt heute mal unterbrechen. Wir schalten den logischen Verstand ab, den brauchen wir dazu nicht, der hindert dich nur, und du wirst heute wieder tolle Impulse bekommen und wirklich eine erfolgreiche Woche haben. Also den logischen Verstand, den brauchst du nicht, den schaltest du ab, du machst deine Barrieren runter. Du dehnst dich mal so richtig aus. Schon alleine das Ausdehnen, das fühlt sich gut an. Du gehst mal auf 2 Kilometer nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, wie eine Kugel in alle Richtungen, durch die Erde durch, hoch hinauf, durch dein Zimmer, durch deine Wohnung, durch dein Haus. Dehn dich mal richtig aus. Ich habe eine schlechte Netzwerkverbindung, das tut mir leid, da kann ich momentan nichts dafür. Dehn dich mal weiter aus auf 10 Kilometer und das darf sich schon gut anfühlen. Alleine das ist schon eine tolle Übung. Wenn das du nur jeden Morgen machst, dass du dich gedanklich ausdehnst auf 100.000 Kilometer, denn du bist ein Wesen, ein unendlich großes Wesen. Du bist in deinem Körper, nicht umgekehrt. Jetzt geh mal auf vorbei am Mond, auf 5 Milliarden Kilometer, zack, am Mond vorbei, durch die Planeten vorbei, durch die Milchstraße durch, immer weiter, gedanklich immer weiter, mach dich unendlich groß, geh in die Energie hinein, aus der du herkommst, das ist deine Urenergie, da findest du dein Urvertrauen wieder, dein ganzes Selbstbewusstsein, deine ganze volle Größe, dein schöpferisches Potenzial. Geh mal in diese Energie und werd immer größer. Geh auf 5 Trilliarden Kilometer. Werd immer, immer größer und mach dich unendlich groß. Mach dich unendlich groß. Denk dran, deine Barrieren sind unten. Du bist offen für Neues, für Gutes, für dir Dienliches. Und wir schauen uns nochmal an, was es mit den Gefühlen zu tun hat, wie Ängste, Wut, Zorn, Neid, Eifersucht, vielleicht Ex-Partner, Ex-Mann. Zurzeit gehen gerade so viele Ängste und Gefühle wieder rum, die nicht dienlich sind, die uns nur ablenken von unserem Erfolg, von der Freude, in der wir leben, in der wir kreieren. Lasst uns mal alle miteinander verbinden, auch wenn du jetzt nicht live dabei bist und später zuschaust, mach mal die Hand auf dein Solarplexus und lass uns mal alle miteinander verbinden, dass wir gemeinsam alle ein Ziel haben, erfolgreich werden wollen, uns nicht ablenken lassen von den dummen Gefühlen,
die uns nur in ein Chaos bringen, wo wir nicht kreieren können. Denn es geht um Gefühle, weil die Gefühle verändern deine Wahrnehmung. Das ist auch das, was Bob Proctor immer sagt, deine Schärfe, deine Wahrnehmung. Es ist alles da, du nimmst es nur nicht wahr. Und diese Gefühle lenken dich davon nur ab. Wenn du als Baby auf die Welt kommst, dann weißt du von all dem noch nichts. Dann hast du nicht diese Gefühle und der nicht und die nicht und wie sehe ich aus, wie schauen die mich an, wenn ich jetzt sichtbar bin, was denken die über mich. Das lenkt dich alles ab von deinem Erfolg. Sei einfach in Freude und Leichtigkeit, mach das, was dir gefällt. Und Gefühle sind nur ein Konstrukt, was du dir angeeignet hast oder was dir auferlegt wurde, was gar nicht zu dir gehört, was du einfach wegschieben darfst. Und Gefühle, die wir uns selbst kreieren, die sind eben nicht wahr. Die fühlen sich schwer an, schlecht an. Und je länger man darin badet, umso schlechter geht's einem, umso schwieriger ist es, da wieder rauszukommen. Und das ist, wenn du in diesen schlechten Gefühlen bist, ist es nicht deine Wahrheit. Auch wenn es um Existenzängste geht, um Entscheidungen zu treffen, etwas zu kaufen, zu verkaufen, sich von etwas zu trennen, von etwas lösen, um etwas Neues anzunehmen. Das sind alles, da kannst du dir in dem Wege stehen oder du machst die Barrieren runter, bist offen und stellst dir die richtigen Fragen. Schaust hinter die Ängste und Gefühle, denn darunter steckt dein Potenzial, darunter steckt deine Energie. Und wir schauen uns das jetzt mal an mit einem ganz unlogischen Satz, der aber auch mir immer sehr viel geholfen hat. Was hast du so lebensnotwendig, real und wertvoll daran gemacht, der ewigen, heiligen und angeborenen Ordnung der Gefühle, also nur Gefühle, dass es dich von dem Chaos abhält, das dir erlauben würde, aus dem totalen Chaos heraus zu funktionieren? Ist ein komischer Satz, ne? Aber alles, was dich davon abhält, möchtest du das jetzt mal zerstören und ungeschehen machen? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Und ich wiederhole ihn nochmal. Was hast du so lebensnotwendig, real und wertvoll daran gemacht, der ewigen, heiligen und angeborenen Ordnung der Gefühle, dass es dich von dem Chaos abhält, dass es dir erlauben würde, aus dem totalen Chaos heraus zu funktionieren? Alles, was dich davon abhält, mögst du das jetzt zerstören und ungeschehen machen. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Was meine ich damit? Schauen wir uns das mal an. Es geht darum, dass du die Energie wahrnimmst, die du eigentlich bist. Ja, deine Wahrheit, deine Urenergie, dein Urvertrauen, wo du kreativ bist. Und zwar ist es eine Energie, die noch mehr ist, als wie du sie jetzt vielleicht gerade wahrnimmst. Weil du jetzt noch verbaut bist, weil du jetzt noch Barrieren oben hast oder Ansichten hast oder von Gefühlen dich belastet. Davon löse dich, schick die Gefühle alle zurück zum Absender, wo sie hingehören. Das meiste, was du in dir trägst oder dir aufgebaut hast, kostet eine Riesenenergie, eine Riesenkraft aufrechtzuhalten und gehört gar nicht zu dir. Die Gefühle bremsen dich aus. Fast alle Formen von Gefühle, selbst das Verliebtsein-Gefühl, aber das ist ein schönes Gefühl, dass, falls du gerade verliebt bist, bade darin, behalte es, aber alle anderen Gefühle bremsen dich aus. Nimm mal wahr, was gerade in dir für Gefühle vorherrschen. Ist da Ärger? Ist da Liebe? Ist da Ungeduld? Schreib's auch gern in den Chat, lass mich und uns alle daran teilhaben. Das, was dich ablenkt, ja, für mich ist es vielleicht auch dieses Thema mit der Ungeduld. Ich hätte auch immer gerne schneller und mehr und das ist ein Gefühl. Nimm mal dein Gefühl, jeder für sich nimmt mal sein Gefühl wahr, ob das Liebe ist, Eifersucht, Neid, Ungeduld, Zorn, ob es was mit Business zu tun hat, mit Bewertungen und Ansichten anderer Menschen, Gefühle zum Leben, Gefühle zu dir selber. Schau dir die mal an und schau mal, was dahinter steckt. Da steckt das eigentliche Potenzial dahinter.
Und das findest du, wenn du dir die richtige Frage stellst. Die richtige Frage, wie darf ich sein? Was steckt dahinter? Wie darf ich mehr in meine Leichtigkeit kommen? Was ist noch möglich? Was ist die Herausforderung dahinter? Was ist das Potenzial dahinter? Was möchte mir mein Unterbewusstsein damit sagen? Denn wir kreieren alles aus dem Unterbewusstsein heraus. Ah, danke, Edith, da kommt ein Gefühl Unsicherheit. Auch schau auch mal da rein, da steckt das größte Potenzial. Wenn du dich fragst, was kann ich tun, um diese Unsicherheit abzubauen? Was kann ich ändern? Was kann ich wirklich gut, wie kann ich damit rausgehen? Wie kann ich mich sicher fühlen? Warum habe ich diese Unsicherheit? Ja, du musst dir nicht so viele Fragen stellen. 1 bis 2 Fragen reichen schon. Oder was ist noch möglich? Wie wäre ich ohne diese Unsicherheit? Was wäre möglich? Und wenn du dich das fragst und offen bist, die Barrieren unten hast und bereit bist, für dir das zu erkennen, was in dir steckt, was dein Unterbewusstsein dir alles bietet, denn wir leben ja nur zu nicht mal 10% im Bewusstsein. Das ist die Verbindung zwischen unserem Gehirn und der Außenwelt. Aber das meiste kommt aus dem Unterbewusstsein. Und da kommen auch die Ängste, diese Gefühle. Was klappt nicht? Darf ich sichtbar sein? Was denken die anderen? Und die, schau mal da rein, was dahinter steckt. Da steckt dein größtes Potenzial dahinter. Und jetzt nimm mal den Energieball und stell dir mal vor, du hättest all diese Gefühle nicht. Ja, ich hätte nicht die Ungeduld, die Edith hätte nicht die Unsicherheit. Und wir ziehen jetzt mal die Energie an, die wir uns wünschen, die wir eigentlich sind. Und zieh mal mehr und mehr diese Energie an, ohne eben diese uns nicht dienlichen Gefühle. Und zieh in deinem Energieball aus dem ganzen Universum, denn du bist jetzt ein großes, unendliches Wesen. Du bist in deiner Schöpferkraft, Schöpfermacht. Du hast keine Angst. Du spürst, dass du alles im Leben selber erreichen kannst. Du bist frei von diesen nicht dienlichen Gefühlen, von den Ablenkungen. Und du ziehst mal diese Energie an. Gib mal alles in den Energieball, was dir hilft, dich in deine Schöpferkraft zu kommen. Zieh mal die Energie, die der Freude entspricht, der Leichtigkeit, die deiner Wahrheit entspricht, deiner Wahrheit, wie du bist, ohne diese Ängste, ohne diese Sorgen. Das, was du eigentlich bist, das Leichte, das Kindliche, das Verspielte, wo du in absoluter Freude und Leichtigkeit dein Business aufbaust, Menschen erreichst, Menschen hilfst, Menschen dir dankbar sind, und pack das alles, zieh das mal alles hier rein. Das Selbstvertrauen, Kreativität, Spaß, Lachen. Pack das mal alles da rein. Danke für das Herzchen, liebe Irmgard. Und zieh mal weiter und denk dran, deine Barrieren sind unten, du bist offen, denn oftmals haben wir uns durch diese Mauern, so wie wir durch das Leben gegangen sind, was wir erfahren haben, eine Riesenmauer aufgebaut. Die lässt du jetzt mal die nächsten 5 Minuten unten und bist offen und zieh mal diese Energie an, die du eigentlich bist, die du mal als Kind warst. Als du zum Beispiel als Baby auf die Welt gekommen bist, da hast du noch nicht die ganzen negativen Erfahrungen gemacht. Da warst du neugierig, offen, bist auf Leute zugegangen, hast sie zum Spielen eingeladen. Hast deinen Namen genannt, hast dich vorgestellt, hast so lange gekämpft für deine Ich will, bis du es bekommen hast. Und komm wieder in diese Energie. Ich will erfolgreich sein. Ich will Menschen helfen. Ich will 20 Teilnehmer für meinen Workshop. Ich will 5 Anmeldungen für meinen Retreat. Ich will mein Haus in Freude verkaufen und hinterher ein schönes, noch großartigeres Leben haben, in Sicherheit, ganz in mir, was auch immer dich gerade beschäftigt,
sei dir bewusst, dass du in dieser Ich-Will und Freude-Energie das auch wieder erreichen kannst. Und eben nicht ausbremsen. Zieh weiter diese Gefühle an von Freude, Leichtigkeit, Spaß, Lachen. Pack das mal alles hier rein. Und zieh mal weiter. Denk dran, du bist unendlich groß. Du bist in deiner ganzen Größe. Ohne diese dummen Gefühle. Und ziehst mal weiter. Und spür, was sich verändert. Was vielleicht kommt. Wie darfst du sein? Welche Möglichkeiten hast du? Was ist deine ganze Schöpferkraft? Wie würde sich dein Business entwickeln? Und dehn dich weiter aus. Mach dich ganz groß. Und zieh in deinen Energieball all das Leichte in Freude, das Leben, was zu dir gehört, deine ganze Wahrheit. Wenn dir irgendwas komisch vorkommt, das sind nur Ansichten und Bewertungen. Die zerstörst du, machst sie ungeschehen. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beings. Du bleibst weiter in der positiven Energie, in deiner Schöpferkraft, in deinen Möglichkeiten. Ohne Unsicherheit, ohne Ungeduld, ohne Bewertung, ohne Ängste. Und stell dir vor, du würdest alles erreichen, in absoluter Sicherheit. Kannst du alles erreichen im Leben? Du kannst, zieh weiter, da geht noch mehr. Zieh weiter, was du erreichen magst. Was sind deine Träume, deine Wünsche? Wie sieht dein Traumleben aus? Zieh weiter. Das Schöne ist, der Verstand schaltet ab und du ziehst weiter und du nährst dein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein und daraus wirst du heute tolle Impulse bekommen. Fantastische Ideen. Du kannst sie sofort umsetzen. Du weißt dann einfach, ja, das ist es. Das bin ich. Das ist meine Energie. Aus der kreiere ich mir mein Business, mein Leben. Du kannst Entscheidungen treffen. Ohne Ängste. Entscheidungen, die für dich wertvoll und gut sind. Du kannst Nachrichten schreiben. Dich an Menschen wenden. Auf Multiplikatoren zu gehen, auf Interviewpartner mit dieser Energie und zieh weiter. Lass es in deinem Energieball richtig kribbeln und platzen und drehen. Zieh weiter das Positive. Die ganzen kleinen Teilchen, zieh sie hier rein. Das Universum war am Anfang auch nur so klein wie dieses kleine, wie ein kleiner Fußball. Was hast du so lebensnotwendig, real und wertvoll daran gemacht, der ewigen, heiligen und angeborenen Ordnung der Gefühle, nur der Gefühle, das dich von dem Chaos abhält, das dir erlauben würde, aus dem totalen Chaos heraus zu funktionieren? Alles, was da jetzt hochkommt, willst du das jetzt zerstören und ungeschehen machen? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Was ist noch möglich? Was kannst du noch ändern? Was kannst du noch mehr in die Welt hinaustragen? Wie kannst du sein? Ob das dein Kleidungsstil ist, deine Fotos, deine Farbe, mit der du auffällst, deine Wortwahl, deine Stammtische, die du kreierst, auf Business-Treffs, auf die du gehst, dein Logo, oder eine Animation, dein YouTube-Kanal, dein Instagram-Profil. Wie kannst du sein in deiner vollen Größe? Und zieh mal weiter, was du eigentlich bist. Zieh mal weiter, ob du ein Speaker bist, ein Bühnenheld oder Workshops machst mit 20 Leuten und später mit 100 und mit 500, mit 1000. Ob du einen Podcast hast mit 100, 1000, 10.000 Teilnehmern. Zieh mal weiter. Und du kannst zu jeder Zeit deine Energie verändern mit der richtigen Frage. Wie kann ich in Leichtigkeit und Freude mein Business aufbauen? Wie kann ich in Leichtigkeit und Freude mein Business leben?
ohne zurückhaltenden Ängste, ohne Unsicherheit, ohne Ungeduld, ohne Bewertung, Ansichten und Gefühle. Was steckt unter diesen Gefühlen? Was ist mein wahres Potenzial? Was ist die Wahrheit? Was ist deine Wahrheit? Was ist noch möglich? Und nimm mal diesen Energieball und lass ihn mal durch dich hindurchfließen. Setz ihn hier an und zieh mal diese ganze Energie durch dich hindurch. Und wer mag, wer jetzt live dabei ist oder später zuschaut und die Energie mit allen teilnehmenden Frauen, die das okay dafür geben, die daran teilnehmen möchten, teilen mag, kann diese Energie auch weitergeben und Energie empfangen von dir, von mir, von allen, die sich dafür bereit erklären und mitmachen möchten. Und spür mal in deine eigene Energie hinein und spür mal, ob du Energie empfängst und wie sich das anfühlt, wenn du Energie weitergibst. Von vorne nach hinten durch dich durch. Du empfängst Energie von vorne nach hinten durch dich durch. Und du gibst auch die Energie ab von vorne nach hinten durch dich durch. Und spür mal hinein und tank dich mal so richtig damit auf. Alle Zellen in deinem Körper. Tank sie auf, mach sie, lass sie springen, lass sie tanzen, mach sie gesund, mach sie kreativ, mach sie groß, mach sie stark. Denn deine Zellen, ja, das bist du, die bestimmen deinen Zustand, deine Kreativität, deine Energie, deine Motivation, deine Schöpferkraft. Nicht nur die hier im Gehirn, das ist nur 10%. Aber die anderen Zellen, die über 90% auch zu deinem Unterbewusstsein gehören. In der Tierwelt spricht man von Instinkt und bei uns Menschen vom Unterbewusstsein. Da, geh da mal rein, da ist deine Schöpferkraft, da ist deine eigentliche Energie. Und spür mal, wie dein Herz pocht, dass du auch voll lädst und voll tankst. Dein Solarplexus, dein Herz, dein Gehirn. Gib überall die Energie in jede Zelle hinein, die sie braucht, auch falls du Beschwerden hast. Schulterbeschwerden, befreie dich von der Last, gib hier ganz viel Energie hinein, in die Hüfte, in die Knie, in den Bauch, wo auch immer du Energie möchtest. Und füll dich mal so richtig auf. Mach die Energie, fahr die Energie ganz, ganz hoch. Denk dran, du hast alle Barrieren unten, bist immer noch ein unendlich großes Wesen. Und vielleicht spürst du jetzt Sicherheit, Urvertrauen, Urenergie und spür auch, ob du Energie, empfange meine Energie. Du bekommst von mir, alle die daran teilnehmen, egal ob jetzt live oder später, du bekommst auch von mir meine Energie. Denn es gibt unendlich viel Energie. Du musst nicht Angst haben, dass sie weggeht. Ja? Die Energie zieht füllst dich damit auf, sie kommt wieder nach. Aus dem Universum, aus dem ganzen Energiefeld. Füll dich auf. Spür auch meine Energie. Und auch die Energie von allen Teilnehmerinnen, die bereit sind, auch Energie abzugeben und zu empfangen. Und füll dich weiter auf. Füll dich. Du bist unendlich groß. Denk nicht nur an deinen Körper, füll deine Körperzellen auf, aber füll auch dein unendlich großes Energiewesen auf. Und fülle weiter, da geht noch mehr. Mach, dass du lachst, dass du tanzen kannst wieder wie ein kleines Kind. Komm in diesen Urzustand zurück, wo du all die schlechten, negativen Erfahrungen noch nicht hattest. Und füll dich weiter auf, füll dich auf, nimm meine Energie, nimm die Energie von allen, die daran teilnehmen und noch daran teilnehmen werden. Und mach dich richtig voller Energie. Fühl dich frei, fühl dich in Freude und Leichtigkeit. Und dehn dein Herz dann, wenn du soweit bist, auch mal richtig aus.
Mach deine Herzenergie jetzt ganz bewusst, ganz groß. Denn mit der Herzenergie erreichst du deine Kunden. Nicht mit dem Verstand, nicht mit den Gefühlen, sondern mit der Herzenergie. Wenn du heute ein Strategiegespräch hast oder ein Kundengespräch oder auf ein Business-Treff gehst oder einen Stammtisch hast oder eine Anzeige schreibst, mach deine Herzenergie jetzt ganz groß und schreib es nachher, sprich es nachher, plane es nachher in dieser Herzenergie. Und in dieser Herzenergie erreichst du die meisten Kunden. Denn der Kunde entscheidet nicht mit dem Verstand, nur mit der Emotion. Der will dich spüren. Der entscheidet, wenn er von dir spürt, da ist Energie dahinter, da ist Power dahinter, das Gefühl dahinter, Verständnis, da ist Kraft, da ist Macht, da ist eine Verbindung. Die Kunden spüren, dass sie dich verstehen, dass du sie verstehst, dass du sie liebst, dass sie dir wichtig sind, dass du sie wie kleine Kinder, wie deine eigenen Kinder behandelst und möchtest, dass es ihnen gut geht. Dass es dir nur gut geht, wenn es deinen Kunden gut geht. Diese Herzenergie, die kommt dann. Und wenn du mit dieser Herzenergie heute einen Facebook-Beitrag schreibst oder eine Anzeige machst oder deine Newsletter schreibst, dein Blog, deine automatisierten E-Mails für dein Webinar oder für deinen Funnel, dann erreichst du damit mehr Kunden. Wenn du in Freude und Leichtigkeit bist, und dann frage ich dich nochmal, was hast du so lebensnotwendig, real und wertvoll daran gemacht, der ewigen, heiligen und angeborenen Ordnung der Gefühle, nur Gefühle, das dich von dem Chaos abhält, das dir erlauben würde, aus dem totalen Chaos heraus zu funktionieren. Alles, was da jetzt noch hochkommt und drin ist, willst du das jetzt schlussendlich noch zerstören und ungeschehen machen. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Und damit danke ich dir fürs live dabei sein, fürs später anschauen. Poste auch gern heute in die Gruppe, wenn du irgendeinen Impuls hast, wenn du etwas aus deinem Herzen heraus heute gemacht hast und ein tolles Gefühl dabei hast oder sich schon Kunden bei dir melden. Lass uns alle daran teilhaben und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und eine schöne Woche und sage danke, danke, danke. Muah.